Ja, guten Abend und herzlich willkommen zum Auftakt unserer Vortragsreihe im Sommersemester hier am Forum Internationale Wissenschaft mit dem Titel Konflikte um Grenzen und Mobilität. Mein Name ist Lena Laube, ich bin Geschäftsführerin des Forum Internationale Wissenschaft und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Demokratieforschung. Die Reihe in diesem Semester widmet sich der Frage, welche Konflikte entstehen, wenn räumliche Bewegungen von Individuen mit den nationalstaatlichen Ansprüchen über den Zugang zu einem bestimmten Territorium kollidieren. Wer beteiligt sich an diesen Konflikten? Wer trägt zu einer politischen Lösung bei? Und wie werden diese Konflikte an vielen verschiedenen Orten ausgehandelt? Die verschiedenen Vorträge, und Sie finden hier nochmal den Flyer, jetzt fürs ganze Semester ausliegen, greifen unterschiedliche Orte auf. Zum Beispiel, wie heute, das zentrale Mittelmeer als eine wichtige Fluchtroute nach Europa, aber auch in der abschließenden Podiumsdiskussion die Stadt Bonn selbst als einen dieser Aushandlungsorte. Zudem werden die Vorträge jetzt im Semester unterschiedliche Akteure fokussieren, die an diesen Konflikten beteiligt sind, die um diesen Konflikt streiten, kämpfen oder von ihm betroffen sind, so MigrantInnen, Flüchtende, staatliche wie auch zivilgesellschaftliche Akteure. Die Reihe Perspektiven der Moderne, die hier am FIW sozusagen immer als Reihendach stattfindet und dann in jedem Semester so mit einem Thema, also jetzt zu Mobilitätskonflikten gefüllt wird, gibt es jetzt in diesem Jahr seit 10 Jahren, auch insofern eine besondere Freude, heute die Reihe dazu eröffnen zu dürfen. Wir haben im November letzten Jahres das 10-jährige Jubiläum des FIWs gefeiert und haben nun also auch 10 Jahre, blicken auf 10 Jahre dieser Reihe Perspektiven der Moderne zurück, die immer gesellschaftlich und politisch relevante sowie umstrittene Themen aufgreift und einen Raum zum Austausch der Forschenden an der Universität Bonn mit einem weiteren Publikum eröffnen möchte. Beispiele für diese Themen, die jetzt in den letzten 10 Jahren hier schon verhandelt wurden, sind etwa Ökologie und die Metamorphose der modernen Gesellschaft, zu Grenzen der Religion oder zur globalen Diversität von Universitäten und das Erstarken des Autoritarismus in der Weltgesellschaft. Wir haben das Konzept der Reihe jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie etwas verändert. Während wir zu Anfang jedes Semester ein neues Thema aufgegriffen haben, werden wir jetzt zu einem Rhythmus sozusagen jedes Sommersemester übergehen. Also ab jetzt dann alle 2 Wochen in diesem Semester findet hier ein Vortrag oder eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe statt. Dadurch gab es jetzt eine etwas längere Pause auch durch diese Umstellung auf Sommersemester und ich freue mich besonders, dass es jetzt heute also wieder losgeht. Wir laden Sie und euch ein, nach dem Vortrag und der Diskussion auch vielleicht noch einen Moment hier zu bleiben und bei uns wieder zu einem Apéro noch die Gelegenheit zum Austausch oder weiterem Diskutieren zu nutzen. Den thematischen Impuls jetzt für diese Reihe im Sommersemester, der kam aus der Forschungsgruppe Zivile Seenotrettung als Kristallisationspunkt des Streits um Demokratie, die ich gemeinsam mit Mareike Gebhardt seit Sommer letzten Jahres hier im FIW leite. Beteiligt an der Gruppe und damit auch an der Vorbereitung der Reihe sind damit auch als Forschende Maria Ulrich und Sarah Spaciano, die natürlich auch heute hier sind, und für die Organisation dieses Abends und der kommenden möchte ich noch Doris Westhoff nennen, die da vorne an der Tür sitzt, die zusammen mit Studierenden Vitor Barros, Jace Proske, Rosemarie Alberan und Julius Zumbruch den Abend heute und die kommenden Abende unterstützt. Diesen Sommer wird die Reihe erstmals in Kooperation zwischen dem FIW und dem Bonn International Center for Conflict Studies stattfinden, dem BIC. Und ich möchte Benjamin Etzold noch namentlich erwähnen, der mit uns die Konzeption an der Konzeption der Reihe gearbeitet hat. Er vertritt hier auch das FFVT-Projekt, das der Vernetzung und dem Transfer in der Flucht- und Flüchtlingsforschung dient.
Benjamin Etzold wird auch im Rahmen dieser Reihe einen Vortrag halten, und zwar am 24. Mai zur fragmentierten Familien auf der Flucht. Jetzt noch einen kurzen organisatorischen Hinweis für die Studierenden, die hier sind, möglicherweise um sich auch den Vortrag im Rahmen des Zertifikats für internationale Kompetenz anrechnen zu lassen. Sie könnten sich nachher an Doris Westhoff wenden, die die genaueren Regularien dazu da hat. So, nun heute aber zum heutigen Vortrag. Wir haben uns überlegt, dass wir zum Auftakt der Reihe gerne einen Vortrag aus der Forschungsgruppe zu ziviler Seenotrettung beitragen wollen. Und das wird also Mareike Gebhardt heute tun, mit einem Vortrag, der heißt Unmögliche Solidarität, zivile Seenotrettung als kommende Demokratie. Mareike Gebhardt ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet an der Universität Münster als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Co-Geschäftsführerin des Zentrums für europäische Geschlechterstudien. Sie wird im Juni ihr Habilitationsverfahren zu Fragen demokratischer Schließung an der Universität Marburg abschließen. Ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen politische Theorie, radikale Demokratietheorie, feministische Theorie sowie kritische Grenzregime- und Migrationsforschung. Ich möchte beispielhaft noch zwei ihrer Schriften erwähnen. Zunächst ihre Dissertation mit dem Titel Politisches Handeln in der postmodernen Konstellation, kritische Demokratietheorie nach Hannah Arendt und Jürgen Habermas von 2014, sowie ein Zeitschriftenartikel von 2021, erschienen in der Zeitschrift für praktische Philosophie, Die Regierung der anderen von der mediterranen Todeslandschaft des europäischen Grenzregimes. Liebe Mareike, wir freuen uns, dass du heute hier bist und freuen uns auf den Vortrag. Ja, vielen Dank, Lena, erst nochmal für die freundliche Einführung und auch die Einladung. Und ich möchte auch noch ein paar Personen danken, nämlich einmal nochmal Doris Westhoff, die mich auch persönlich organisatorisch unterstützt hat in irgendwie nicht allzu einfachen Suchen nach Hotelzimmern. Und ich möchte auch nochmal Olli Schröder danken für die Technikunterstützung und Moritz Müller, einer der Hilfskräfte hier am FIW, für die Plakatgestaltung und auch die Flyergestaltung. Und natürlich möchte ich gerne auch noch Maria Ulrich, Sarah Spasiano und Lena Laube nochmal danken für diesen Impuls, hier am FIW über Mobilität, Grenzen und Konflikte, die damit zu tun haben, zu sprechen. Und ich freue mich auch sehr, dass ich heute die Vortragsreihe eröffnen darf, und zwar mit einem demokratietheoretischen Vortrag, der den Begriff der Solidarität so aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten wird. Ich werde einerseits Solidarität theoretisch perspektivieren, andererseits blicke ich in den Diskurs zur zivilen Seenotrettung auf dem Mittelmeer. In diesem Diskurs wird Solidarität als Kampfbegriff und als Parole immer wieder aufgegriffen, jedoch in sehr verschiedenen Kontexten und mit ganz unterschiedlichen Agenden, die ich heute so einmal streifen werde. Solidarität spielt für den Diskurs über die europäischen Grenzregime im Allgemeinen, aber eben auch eine große Rolle und vielleicht für heute insbesondere auf drei Dimensionen. Auf einer juridikopolitischen Dimension, einer soziokulturellen und auch einer demokratietheoretischen Dimension. Und diese drei Dimensionen bilden sich auch im Forschungsprojekt Zivile Seenotrettung als Kristallisationspunkt des Streits um Demokratie ab. Da wir uns keinen längeren Titel aussuchen konnten, sprechen wir intern und jetzt auch extern von CIVDEM. Sie sehen das Logo, und ich werde auch immer wieder CIVDEM sagen und nicht sozusagen den ganzen Titel des Projekts, aber Sie haben ihn jetzt zweimal gehört. So, einmal von Lena, einmal von mir.
Genau, CIFDEM ist eine Forschungsgruppe, die von der Gerda-Henkel-Stiftung finanziert wird und auch vom FIW und ist eben hier am FIW sowie an der Uni Münster in meiner Person angesiedelt und wir arbeiten so seit einem Jahr zusammen. Und in diesem Jahr sind Lena Laube, Maria Ulrich und Sarah Spasiano, so wie ich, immer wieder auf diesen Begriff Solidarität gestoßen. Irgendwas ist mit Solidarität, wenn man irgendwie zivile Seenotrettung sich anschaut. Und heute ist so ein erster Versuch, so ein bisschen theoretisch auszuleuchten, so was ist denn da los mit der Solidarität, wenn wir uns dieses Forschungsfeld anschauen. Und wir finden eben Solidarität, wie gesagt, in so ganz, auf ganz unterschiedlichen Dimensionen. Und ich möchte Ihnen hiervor ganz kurz auch nochmal das Projekt vorstellen. Sie lesen hier ein bisschen mit und sehen auch nochmal, dass wir lange Titel von Projekten gut finden. Im Teilprojekt 1, zivile Seenotrettung als Teil des mediterranen Grenzregimes, eine juridiko-politische Analyse europäischer Migrations- und Asylpolitik auf hoher See, stoßen wir zum Beispiel auf Solidarität, wenn wir uns Dokumente der Europäischen Union anblicken, anschauen und wir sehen dann immer wieder eine Solidarität, die fast formelhaft beschworen ist und die vor allem die gemeinsame politische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten beschreiben soll. Im Teilprojekt 2, in dem es stärker um den Diskurs um die zivile Seenotrettung geht und eben mit diesem Begriff des Streits arbeitet, sehen wir Solidarität auf Bannern und Plakaten während Demonstrationen oder eben auch bei Kundgebungen der europäischen Zivilgesellschaft. Und diese empirischen Beobachtungen führen schließlich im demokratietheoretischen Teilprojekt 3 mit dem längsten Namen, fürchte ich, zu dem Schluss, dass sich die Forschungsgruppe CIFDEM auch auf einer theoretischen Ebene mit dem Begriff der Solidarität beschäftigen möchte, sollte, muss. Um dessen Bedeutung, Rolle und Verwendungsweisen demokratietheoretisch zu reflektieren, und eben auch in die Interpretation des empirischen Materials zurückzuspielen. Und auf diese demokratietheoretische Spurensuche möchte ich Sie heute in meinem Vortrag mitnehmen. Und ich werde in so 3 ganz großen Schritten vorgehen. Nach einer etwas längeren Einleitung, die sich vor allen Dingen mit dem Feld Solidarität, zivile Seenotrettung und Trauerpolitik beschäftigen wird, werde ich in einem sehr großen zweiten Schritt Solidarität dekonstruieren und eben diese Spurensuche in 4 Schritten oder mit 4 Wegmarken durchschreiten. Ich werde etwas zu einem Konzept sagen, das ich hermetische Solidarität nenne und mit denen ich autoritäre Anrufungen der Solidarität markiere. Dann gehe ich über in dieses Spannungsfeld von Dekonstruktion und Demokratie. Also was hat das jetzt eigentlich mit ziviler Seenotrettung zu tun? Das Gleiche gilt für das Verhältnis von Demokratie und Streit. Und in dem letzten Schritt möchte ich Ihnen so einen ersten Vorschlag heute darlegen, wie man sozusagen Solidarität neu formulieren könnte, nämlich als radikale Differenz. Und das Fazit wird sehr kurz ausfallen. Was sich hinter diesem Vernicht-Unmöglicht steckt, das können Sie vielleicht nachvollziehen, hoffentlich, wenn der Vortrag zu Ende ist. Und ich möchte 2 Dinge vorweg schicken. Ich werde ungefähr eine Stunde sprechen, bin aber stimmlich etwas lediert und werde immer mal wieder trinken müssen oder auch versuchen, ein Hustenbonbon zu mir zu nehmen und Sie mögen mir das verzeihen. Und ich werde insbesondere am Anfang, aber auch während des Vortrages immer mal wieder eben auf die Tote und Tode des Mittelmeers zu sprechen kommen. Das ist nicht immer einfach, nicht für mich und auch nicht für Sie. Wenn Personen unter Ihnen das Gefühl haben, sie müssen einmal kurz raus, tief Luft holen, ist das total in Ordnung. Je nachdem, wie es mir geht, während ich spreche, werden Sie auch an meinem Körper irgendwie merken, dass mich manche Dinge anders affizieren oder stärker affizieren. Und mit diesen 2 Vorbemerkungen
tauche ich direkt rein. Und zwar in die Einleitung, das Unmögliche wagen, in Solidarität trauern. Als ich den Vortrag angefangen habe, habe ich mich gefragt, wie fängt man jetzt so einen Vortrag an? Ich könnte auf Zahlen verweisen, was sehr, sehr viele Forschungsstudien machen. Seit 2014 sind laut Statista, und das ist eine Quelle vom Missing Migrant Project, nahezu 27.000 Menschen auf dem Weg über das Mittelmeer ertrunken. Der Höhepunkt war 2016 mit 5.000 Menschen. In diesem Jahr sind bis dato ca. 600 Menschen ertrunken, und der UNHCR, das ist eine andere Statistik, resümiert, dass im letzten Jahr ungefähr 3.000 Menschen ertrunken sind. Sie sehen auch hier, dass sich das auch nicht ganz parallel abbildet. Also wie gesagt, viele Forschungsberichte der zivilen Seenotrettung und auch die Werbematerialien von Seenotrettungsorganisationen selbst beginnen mit diesen Zahlen und der Bemerkung, dass die Dunkelziffer so viel höher ausfallen wird. Stattdessen, und irgendwie habe ich es jetzt trotzdem gemacht, möchte ich aber in Anlehnung an Judith Butler mit einer anderen Frage starten, nämlich ob diese gezählten Menschenleben auch tatsächlich zählen. Eine Frage, die die zivile Seenotrettung und ihre Unterstützungsstrukturen immer wieder auch kritisch bearbeitet. Am 9. Februar 2021 fragt so zum Beispiel die Website des Alarmphone, wo sind Sie? Und bekundet, ich zitiere, Solidarität mit den 91 am 9. Februar 2020 auf See verschwundenen Menschen, also genau einem Jahr nach deren Vermisstmeldung. Auf der Seite ist dann sehr genau zu lesen, was am 9. Februar 2020 passiert ist. Um 4.09 Uhr morgens wurde das Alarmphone von einer Gruppe von 91 Menschen angerufen, die sich auf einen im Meer treibenden schwarzen Schlauchboot vor Garabuli, Libyen, in Seenot befanden. Sie waren in Panik. Aber es gelang ihnen, ihre GPS-Koordinaten klar zu kommunizieren, die das Alarmphone sofort an die italienischen und maltesischen Behörden sowie an die sogenannte libysche Küstenwache weiterleitete. Um 5.35 Uhr riefen die Menschen das Alarmphone zum letzten Mal an. Inzwischen wissen wir, dass das Alarmphone daraufhin den Kontakt verlor und weder Frontex noch die libyschen Kontrollboote weitere Such- oder Rettungsmissionen aufnahmen. Der Bericht, den wir auf der Seite des Alarmphone erlesen können, ist Teil einer Aktion der Commemoration von 2022, die in der Regel jährlich stattfindet. Und in diesen Commemorations werden eben die anonymen Toten und Vermissten des Mittelmeers betrauert. Die Vermissten des 9. Februar 2020, so Alarmphone weiter, wurden aber nicht einmal in offizielle Statistiken aufgenommen. Im selben Atemzug betont Alarmphone, dass die Mitglieder es ablehnen und ich zitiere, das Leben und den Tod von People of Color auf Zahlen und Statistiken zu reduzieren. Zitat Ende. Denn, so die Homepage weiter, und ich zitiere nochmal, die rassistische Entmenschlichung erklärt nicht den Verlust von Abdul, von Abu Bakr, von Adnan, von Abdel. Sie erklärt nicht den Schmerz, der ihren Müttern, ihren Schwestern und ihren Freundinnen zugefügt wurde. Und Sie können auf der Seite das auch aufrufen. Alarmphone hat zusammen mit den Familien versucht zumindest so viel wie mögliche Namen zu rekonstruieren, und Sie können sich auf der Seite auch ein Portfolio herunterladen, wo wir Fotos und Namen und Herkünfte in mindestens zwei Sprachen lesen können, und das verbreitet sich unter dem Hashtag Say Their Names, der ja für viele rassismuskritische Online-Hashtags verwendet wird. Trotzdem möchte ich eine kurze Kritik anbringen. Bei dem Zitat, das ich gerade vorgelesen habe, fällt auf, dass die Namen der Toten männlich sind, während sie von ihren Müttern und Schwestern betrauert werden sollen.
Hier wiederholt Alarmphone ein recht stereotypes trauerpolitisches Bild. Männer sterben, Frauen bleiben trauernd zurück. Tatsächlich sind es aber vor allem Dingen junge Männer, die den Weg über das Mittelmeer nehmen. Und das sieht man auch hier in diesem Portfolio sehr gut, in dem tatsächlich ausschließlich die Namen von jungen Männern rekonstruiert werden konnten. Wir sehen also auf der Homepage von Alarmphone genau das. Nichtsdestotrotz hat Alarmphone eben zusammen mit Angehörigen und migrantischem Netzwerk sehr akribisch diese Vermissten rekonstruiert und auch deren Fluchtrouten versucht darzustellen. Neben der Meldung auf der Seite von Alarmphone umfasste die Commemoration auch eine Gedenkveranstaltung in Al-Fasher, Darfur, Sudan und einen Protest gegen, ich zitiere, das unsichtbare Verschwindenlassen von schwarzen Personen und People of Color. Und ich werde immer mal wieder heute People of Color sagen und in der Regel das Akronym verwenden, POC. Darüber hinaus gab es in verschiedenen Städten Europas und Subsahara-Afrikas Veranstaltungen, die eine transnationale Solidarität praktizierten. Eine Solidarität zwischen den Lebenden und den Toten, zwischen den weißen NutznießerInnen der Kolonialität des Grenzregimes und den rassifizierten Anderen. Und ich zitiere nochmal von dieser Homepage. In Solidarität mit ihnen und in Solidarität mit den FreundInnen und Familien aller Menschen, die durch das gewaltsame europäische Grenzregime vermisst oder getötet werden, versammeln wir uns an diesem Tag in verschiedenen Städten, um Antworten zu fordern. Stoppt das Sterben auf See. Jetzt. Und ich werde auf dieses Jetzt noch mal viel später im Verlauf meines Vortrages zurückkommen. Diese Solidaritätsbekundungen, die ich alle gerade aufgezeigt habe, beschreibe ich mit dem Begriff des Unmöglichen. Dieser Strich ist Absicht, den ich eben Derridas Arbeiten entnehme. Derrida beschreibt zum Beispiel in Marx' Gespenster mit dem Unmöglichen etwas, was in den normalisierten Vorstellungen einer Gesellschaft als unmöglich ist. Weil tabuisiert, weil nicht vorstellbar gilt, jedoch in der sozialen Realität immer wieder Gestalt annimmt. Derrida verwendet immer mal wieder das Vokabular des Gespenstischen, um diese Ambivalenz des es darf nicht sein und es ist trotzdem darzustellen. Derrida schlussfolgert, dass das Unmögliche in den Möglichkeitsstrukturen schlummert und die Normalität immer wieder gespenstisch heimsucht und sie damit eben auch in Frage stellt. Unmögliche Solidarität beschreibt also eine Solidarität, die in den normalisierten Settings einer Gesellschaft als unwahrscheinlich oder sogar normativ unangemessen erscheinen. Und damit eigentlich auch nicht sein dürfen und trotzdem sind. Ich gehe davon aus, dass bestimmte Ansätze in der politischen und soziologischen Theorie dieser Normalisierung Vorschub leisten, indem sie Solidarität an Vorstellungen von Ähnlichkeit binden. Und ich werde heute nur drei Vertreter, genau, das ist Absicht, das Maskulin nennen, nämlich die solidaritätstheoretischen Überlegungen von Emile Durkheim von 1893, von Léon Bourgeois von 1896 und dann ein paar Jahrzehnte später die Überlegungen von Theodor W. Adorno in Minima Moralia von 1951. Diese drei Autoren knüpfen eben Solidarität an das Vorliegen von Ähnlichkeit. Diese Ähnlichkeit verknüpfen sie wiederum mit Vorstellungen von Brüderlichkeit. Solidarische Bündnisse bilden eine Form fraternalistischer Gruppenzugehörigkeit aus. Die Gruppe zähmt Partikularinteressen, transformiert diese in eine kollektive Anstrengung und stärkt so die soziale Kohäsion der Gruppe. Erst jüngst hat der Soziologe Steffen Mau letztes Jahr anlässlich des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine diese Vorstellung von Solidarität in einem Interview mit der Wochenzeitung Der Freitag aufgegriffen und problematisiert.
Solidarität entstehe zwischen ähnlichen und einander nahestehenden Subjekten. Und damit erklärt Mao die enormen Solidaritätsbekundungen europäischer Regierungen und Zivilgesellschaften mit den weißen ukrainischen Geflüchteten. Diese solidaritätsevozierenden Annahmen der Ähnlichkeit liegt dabei eine sowohl vergeschlechtlichte, historisch ist Solidarität mit Brüderlichkeit verbunden oder als Brüderlichkeit entstanden, als auch eine rassifizierte, oftmals rassistische Logik zugrunde. Insbesondere Letzteres zeigt sich in den Mobilitätsregimen an den EU-Außengrenzen und ich blicke heute eben aufs Mittelmeer. Während weiße Personen mit Unterstützung der EU westlich oder in Europa gelegene Länder erreichen, wenngleich natürlich auch unter schweren Bedingungen, durchqueren schwarze Personen und POC diese Grenzräume mit sehr großen Schwierigkeiten, wenn sie diese überhaupt lebend durchqueren können oder an ihnen ankommen. Im Folgenden werde ich diese Ähnlichkeitsannahme der genannten Solidaritätstheorien herausfordern, möchte jedoch auch darauf verweisen, dass die Ausführungen zur Solidarität bei Bourgeois, Durkheim und Adorno sehr unterschiedliche theoretische Hintergründe haben und auch eigentlich sehr viel ausführlicher diskutiert werden müssten, sehr viel genauer gelesen werden müssten, als ich das heute im Rahmen dieses Vortrages tun werde. For the argument's sake möchte ich jedoch Sie bitten, mit mir so einmal mitzukommen. Ich möchte nämlich heute auf die theoretische Aufarbeitung des Begriffs der Solidarität im Diskurs zur zivilen Seenotrettung blicken und damit auch meinen Vortrag begrenzen. Mit Verweisen auf Praktiken und Diskurse der zivilen Seenotrettung diskutiere ich, inwiefern Solidarität unter Bedingungen radikaler Alterität, wie etwa zwischen Lebenden und Toten, unmöglich ist. Dabei gehe ich von der These aus, dass Solidarität als eine radikaldemokratische Praxis dort aufscheint, wo Differenz und Alterität, nicht Ähnlichkeit, zwischen Personengruppen besteht. Wenn Solidarität unter Ähnlichen bestünde oder nur unter Ähnlichen bestünde, so meine Annahme weiter, bediente sie sich eines undemokratischen Phantasmas der Einheit, das ich im Folgenden mit Derrida dekonstruieren möchte, um eben die Unmöglichkeiten des Solidarischen ein Stück weit neu auszuloten und es damit auch von seinen essentialisierenden Residuen zu lösen. Und um diesen Essentialismus darzustellen, möchte ich in diesem ersten Schritt meiner Dekonstruktion etwas mit Ihnen betrachten, was ich hermetische Solidarität nenne. In einer Weiterführung der traditionellen Ähnlichkeitsannahme bedienen sich extrem rechte Akteure und Bewegungen immer wieder einer Semantik des Solidarischen. Dies zeigt sich beispielhaft in der sogenannten Aktion Solidarität, der sogenannten identitären Bewegung. Seit 2022 treten die Identitären mit diesem Logo der Aktion Solidarität auf. Wir sehen zwei weiße Hände, die solidarisch ineinander greifen und verzichtet auf den, wie hier im Bild zu sehenden, ja inzwischen sehr bekannten schwarz-gelben Farbcode ihres Logos. Unter den Schlagworten Autarkie, Souveränität und Remigration fordern die Identitären unter anderem, und ich zitiere, unsere Interessen zuerst und Grenzen dicht machen. Hier verbindet sich, so meine Argumentation, eine nahezu phantasmagorische Imagination einer nationalistischen Souveränität und Autonomie mit ökonomischen Partikularinteressen, hinter denen auch rassistische Vorstellungen eines weißen Europa lauern. Ihren Rassismus tarnen extrem rechte Akteure, auch gerade in dieser Aktion Solidarität, immer wieder durch einen Begriff, der euphemistisch eigentlich einfach nur Rassismus ist, nämlich Ethnopluralismus. Was ist das? In der rassistischen Solidarität des Ethnopluralismus wird der Unterschied zwischen den sogenannten Völkern oder Ethnien betont.
Die stellen sich vor, in diesem Ethnopluralismus, dass sozusagen jedes Volk über einen eigenen, ihm gehörenden Raum verfügt, in dem dann dieses Volk unter optimalen Bedingungen sein volles Potenzial entfalten könnte. Hier werden also die Unterschiede zwischen den Gruppen betont, während die eigene Gruppe als in sich geschlossen, homogen und einheitlich verstanden wird. Akteure der extremen Rechten wie die Identitären möchten daher die Demokratie, was auch immer sie darunter verstehen, vor zu viel Differenz schützen und jede Gruppe an ihren angestammten Platz zurückführen. Daher auch die Betonung der Remigration in diesem Ausschnitt aus dem Internet. Aufgrund ihrer multidimensionalen Vorstellung von Geschlossenheit, staatlich, gesellschaftlich, kulturell, politisch und auch rassisch, beschreibe ich Solidaritätsanrufungen der extremen Rechten als hermetische Solidarität. Zur Aufrechterhaltung der Solidarität unter den europäischen Völkern möchte die IB, also die Identitäre Bewegung, dann eben die Remigration gerne selbst steuern, um zum Beispiel den angeblichen, und ich zitiere, Menschenhandel durch Organisationen der zivilen Seenotrettung zu stoppen. Und das sehen Sie zum Beispiel hier, das ist die Sea Star. Die Sea Star ist ein Boot, das insbesondere von den österreichischen Identitären, aber es war eigentlich auch eine bunte Truppe der Identitären, 2017 gechartert wurde, um das Mittelmeer zu polizieren. Und die sogenannte libysche Küstenwache zu unterstützen, so die Identitäre Bewegung. Die Ironie der Geschichte wollte es, dass die Sea Star manövrierunfähig im Mittelmeer trieb und durch unter anderem eine Organisation der zivilen Seenotrettung gerettet werden sollte. Die Identitäre Bewegung wollte das aber nicht. Das können Sie sehr anschaulich darlegen in einem Paper von Eugenio Cusumano von 2022, das Sie auch am Ende auf der Literaturliste sehen werden. Remigration soll also die Demokratie bereinigen und die anderen an ihren angestammten Platz deportieren. Die Vorstellung geht weiter, weil wenn Alterität zurückkehrt, da wo sie hingehört, also an ihren angestammten Platz, dann sei die Gefahr fürs eigene gebannt. Das steckt so hinter diesem Ethnopluralismus. Da wo es hingehört, darf das andere dann bleiben. Diese Vorstellung von in Anführungszeichen Differenz wird Solidarität von diesen Ähnlichkeitsannahmen heimgesucht. Solidarität ist also nur an Orten der Ähnlichkeit möglich, an denen das eigene zutage tritt. Und eine der zentralen Kategorien dieser rassistischen Politik der Solidarität bildet das Weißsein, das mit Menschlichkeit gleichgesetzt und mit Vorstellungen von Überlegenheit und Männlichkeit verbunden wird. Wie dies zum Beispiel die britische Soziologin Akwugo Emechulu in ihrer Arbeit zu Fugitive Feminism aufgezeigt hat. Die Hermetik einer ethnopluralistischen Solidarität verengt dann die Grenzen der Solidarisierbarkeit auf eine weiß definierte Menschlichkeit. Mit dem Begriff der Solidarisierbarkeit beziehe ich mich auf die Arbeiten Judith Butlers zu den Politiken des Trauerns, die nach 9/11 entstanden sind. Im Begriff der Betrauerbarkeit zeigt Butler, inwiefern rassifizierte Personengruppen weniger oder gar nicht öffentlich betrauert werden. Butler nennt das Betrauerbarkeit. Analog zu Butlers Gedanken, in dem auch immer wieder Solidaritätsvorstellungen auftauchen, verweise ich im Teilprojekt 3 von CIFDEM auf rassistische und ethnosexistische Phänomene, die zeigen, inwiefern rassifizierte Personengruppen als weniger solidarisierbar erachtet werden. Ich argumentiere, dass Solidarisierbarkeit auch ein Echo der kolonial-rassistischen Regime Europas ist, in denen schwarze Menschen und People of Color durch das Raster, das ein Begriff
von Butler. Im Englischen schreibt Butler allerdings von Frames, also die durch Raster oder Rahmen des Menschlichen fielen und noch immer fallen. In ihren nationalistischen und rassistischen Phantasmen markiert hermetische Solidarität das radikal andere dann als unsolidarisierbar. Doch Solidarität spielt im Diskurs wie auch in den Praktiken der zivilen Seenotrettung eine zentrale Bedeutung zur Mobilisierung pro-migrantischer Initiativen. Aktivismus, der sich als und um die zivile Seenotrettung formiert, stellt den Begriff Solidarität ebenfalls ins Zentrum des eigenen Handelns, allerdings nicht ohne ihn unkritisch zu übernehmen. Und hiermit komme ich zu meinem zweiten Schritt in der Dekonstruktion, in der ich auch noch einmal stärker auf das Verhältnis zwischen Dekonstruktion und Demokratie zu sprechen kommen möchte. Und eben auch den Begriff der kommenden Demokratie noch einmal einführen werde, der jetzt ja schon sehr prominent im Titel war, zu dem ich noch gar nichts gesagt habe. Die von mir vorgetragene Kritik an Solidarität, also dem Fraternalismus, aber auch dem Paternalismus, der eben in Solidarität steckt, treibt auch aktivistische Kreise der zivilen Seenotrettung um. Sie reagieren damit auch auf eine postkoloniale Kritik, die problematisiert hat, inwiefern zivile SeenotretterInnen ihre Infrastrukturen und Unterstützungsnetzwerke koloniale Macht- und Herrschaftsverhältnisse reproduzieren, so zum Beispiel Nikita Dhawan in einem Aufsatz von 2015, also quasi ganz, ganz frisch, nachdem die ersten Seenotrettungsorganisationen gegründet worden waren. Zivile SeenotretterInnen begeben sich aus einer postkolonialen Perspektive in die kolonialen Gewässer eines White Saviorism, der die Kolonialität, das ist ein Begriff unter anderem von Ina Kerner, des Grenzregimes wie auch der europäischen Demokratie fortschreibt, statt zu unterbrechen. Zivile Seenotrettungsorganisationen haben in letzter Zeit zunehmend über diese Kritiken gesprochen und begegnen ihnen inzwischen mit internen Reflexionsschlaufen und Diskussionen unter den mehrheitlich weißen SeenotretterInnen. Und ich bedanke mich hier auch nochmal bei Sarah Spassiano für die vielen Gespräche, die wir inzwischen darüber geführt haben und für deinen Input dazu. So veranstaltete die Seebrücke Berlin zusammen mit SOS Mediterranee und CI im August 2021 unter dem Schlagwort Solidarity is not enough eine Informationsveranstaltung zu White Saviorism in Sea Rescue Activism. Und hier wird bereits deutlich, dass Solidarität eben auch kritisch reflektiert wird. Also Solidarität ist eben nicht genug. Ein weiteres Beispiel, inwiefern zivile SeenotretterInnen ihre komplexe Verstrickung in die Kolonialität des mediterranen Grenzregimes reflektieren, sehen wir auch bei der Seebrücke Schweiz, die vor kurzem, nämlich am 11. März diesen Jahres, einen Critical Whiteness Workshop organisiert hat. Hier können wir sehen, dass es Bestrebungen gibt, sowohl Solidarität kritisch zu beleuchten, also auch in der aktivistischen Szene, als auch diese kolonialen Kontinuitäten zu hinterfragen. Und in diesem Sinne möchte ich zivile Seenotrettung eben nicht nur als europäischen Paternalismus verstehen. Vielmehr stellt sie selbst, wie auch der aktivistische Diskursstrang zur Seenotrettung, eine diskursive Praxis dar, die Teil einer Dekonstruktion des Begriffs der Solidarität sein kann oder vielleicht auch einfach schon ist. Zunächst möchte ich aber, wie versprochen, noch mal was zur Dekonstruktion sagen. Jacques Derrida betont, dass Dekonstruktion eine Methode darstellt, die Sprache auf ihre historischen, sozialen und kulturellen Herrschafts- und Machtmechanismen hin befragt und Herrschaftslogiken aus den semantischen Tiefenschichten holt. Diese kritische Freilegung beschreibt Derrida eben als Dekonstruktion und er bindet diese Methode ganz eng an Demokratie.
hier ein kurzes Zitat. Keine Dekonstruktion ohne Demokratie, keine Demokratie ohne Dekonstruktion. Was heißt das jetzt? Dekonstruktion ist insofern Demokratie, als sie, also die Dekonstruktion, die eigenen Ansprüche der Demokratie, normative Ansprüche, aber auch ihre Fallstricke, ihre Asymmetrien, Ausschlüsse und Privilegierungen hinterfragt und die Demokratie damit zwingt, demokratischer zu werden. Denn Demokratie kann für Derrida immer nur demokratischer werden, aber nicht demokratisch sein. Daher bleibt sie im Kommen. So, einmal tief durchatmen. Also, eine Demokratie, die mit sich selbst identisch ist und damit bei sich selbst ankommt, also eine Demokratie, die Demokratie ist, hört für Derrida auf, demokratischer zu werden und ist damit keine Demokratie mehr. Also die Demokratie ist sozusagen nur so lange Demokratie, wie sie sich in der Bewegung der Demokratisierung immer wieder selbst herausfordert. Mit diesem Begriff der Demokratie arbeiten wir unter anderem im CIFDEM-Projekt, die eben diese Vorstellung der Demokratie stark macht. Weshalb sich Demokratie bei CIFDEM eben nicht nur in Institutionen, Designs und politischen Ordnungssystemen erschöpft. Vielmehr verstehen wir auch, manchmal vielleicht auch ausschließlich, Demokratie als eine Praxis des Politischen, eine Praxis des Kommenden, die nach mehr Gleichheit, mehr Freiheit und auch mehr Solidarität sucht. Insofern zivile Seenotrettung auf Rassismen, Ethnosexismen und Klassismen der europäischen Demokratie aufmerksam macht, kann sie daher auch als eine Solidaritätspraxis im Kommen beschrieben werden. Sie, zivile Seenotrettung, findet nicht zu sich selbst, sondern legt ihre eigenen Diskriminierungsspuren bloß, während sie auf die Notwendigkeit verweist, Solidarität vom Anderen her zu denken. Zivile Seenotrettung geht in der eigenen Dekonstruktion so weit, sich selbst eigentlich abschaffen zu wollen. Denn bei vielen Seenotrettungsorganisationen finden wir den Gedanken, dass ihre Nichtnotwendigkeit langfristig gesehen das anzustrebende Ziel sei, dass es sie nicht braucht, weil keiner mehr im Mittelmeer stirbt, weil Migration oder Bewegung, Mobilität möglich ist. Ich möchte diese Bewegung eben als unmögliche Solidarität markieren, die wir zum Beispiel in den Akten des Trauerns, wie am Anfang des Vortrags aufgerufen, immer wieder sehen. Oftmals sind Organisationen der zivilen Seenotrettung vor Ort die einzigen ZeugInnen dieser täglichen Tode im Mittelmeer. Sie betrauern diese Toten in einem Akt politisierender Solidarität und radikalisieren damit die Vorstellung, über wen wir eigentlich trauern können. Sie möchten, und ich zitiere nochmal, denen, die die europäischen Behörden an dem Tag auf See verschwinden ließ, einen Namen, ein Gesicht und vielleicht auch ein bisschen cheesy ein Lächeln geben. An diesen Unorten der Trauer zeigt sich eine unmögliche Solidarität. Denn da ich die Toten nicht kenne, ist Trauer im eigentlichen Sinne nicht möglich. Und trotzdem bin ich traurig. Solidarität beschränkt sich oftmals auf die Lebenden. Doch diese Unmöglichkeit wird von der realen Trauer, und das merke ich auch immer wieder in mir selbst, um die anonymen Toten heimgesucht. Die Unmöglichkeit wird mit der Möglichkeit zu trauern konfrontiert. Sie ist also unmöglich. Indem zivile SeenotretterInnen um diese unbekannten Toten trauern, indem Organisationen und Protestmärsche eine unmögliche Trauer praktizieren und verkörpern, machen sie eine, und das sind die Worte von Helen Schwenken und Helge Schwierz, transversales und inklusives Trauern in Solidarität möglich. Der Tod des Anderen kommt auf uns zu, sucht uns heim, versichert uns der Möglichkeit, um ihn zu trauern. Und in diesem Ausgesetztsein
mit Derrida gesprochen, zerbricht eine Vorstellung von Souveränität, die wir zum Beispiel in der hermetischen Solidarität immer wieder vor Augen geführt bekommen und die sei eben zu dekonstruieren. In den widerständigen, in den radikaldemokratischen Akten der Trauer sehen wir, was Derrida immer wieder für die Dekonstruktion und die Demokratie im Kommen betont, nämlich eine radikale Relationalität zwischen Lebewesen, die das Subjekt dezentriert und Vorstellungen von Autonomie und Souveränität unterläuft. Dekonstruktive Ansätze problematisieren also im Begriff der Solidarität Imaginationen von Autonomie und Souveränität. Sie betonen stattdessen die Exposition zum Anderen hin. Solidarität eröffnet sich, so könnte man sagen, wo ich dem Anderen ausgeliefert bin, wo der Andere auf mich zukommt, mich in Frage stellt und herausfordert. Und in diesem spannungsreichen Bezugsgewebe erscheint Solidarität als eine Praxis, die über mich hinausweist. Eine Solidarität jenseits eines autonomen, unabhängigen, souveränen und in der Regel auch maskulinisierten Ichs. Wenn wir uns Solidarität jenseits von Autonomie und Souveränität als eine Solidarität mit dem radikal Anderen, zum Beispiel den Toten des Mittelmeers, vorstellen können, dann kann diese Solidarität schon heute als solche realisiert werden. Und hier erinnere ich jetzt an das Jetzt aus dem ganz frühen Zitat. Und das ist eben dann auch der zentrale Gedanke einer demokratischen Solidarität im Kommen. Eng mit der Dekonstruktion verknüpft sind die Arbeiten der radikalen Demokratietheorie. Beide eint das Drängen auf eine Vertiefung und Erweiterung, deswegen Radikalisierung der Demokratie im Namen der Demokratie selbst. Und damit komme ich zu meinem zweiten Schritt in der Dekonstruktion. Dritter. Sie sehen drei Bücher, die ich sehr gerne immer wieder lese und die man super gut auch empfehlen kann, weiterzulesen. Das soll jetzt keine Marketingveranstaltung werden, aber wenn man sich für Solidarität interessiert, für die Reproduktion von Rassismus und Sexismus, gerne zum Beispiel bei diesen Büchern anfangen. Die sind auch alle nicht von mir, von daher darf ich auch Werbung machen. Demokratie und Streit oder Demokratie als Streit. Eine radikaldemokratie-theoretische Perspektive, und ich beziehe mich hier vor allen Dingen auf die Arbeiten Jacques Rancières, Sie sehen eines seiner Bücher hier, betont, ähnlich wie Derrida, der nicht immer als radikaler Demokratietheoretiker gelesen wird, den ich aber als radikalen Demokratietheoretiker lesen möchte. Also was macht radikale Demokratietheorie, wie auch Derrida? Sagen, dass die Demokratie immer auch Ausschlüsse produziert. Also diese Vorstellung einer vollumfänglichen Integration wird hier problematisiert. Demokratie muss Ausschlüsse produzieren und die Frage ist, wie tut sie das? Darüber hinaus betonen radikale Demokratietheorien den Streit oder auch Dissens, das ist irgendwie auch eine Frage der Übersetzung, als Vehikel der Demokratisierung. Dem widmen wir uns bei ZIFDEM vor allen Dingen im Teilprojekt 2 und auch in Teilprojekt 3 aus einer einerseits empirischen und andererseits theoretischen Perspektive. Demokratie wird also, so die Annahme der radikalen Demokratietheorie, über dissensuelle Praktiken radikalisiert und das Nein der zivilen SeenotretterInnen zum Sterbenlassen auf dem Mittelmeer wird von uns als eine solche dissensuelle Praxis verstanden. Folge dieser dissensuellen Politik ist aber auch, dass nicht-hegemoniale Positionen und marginalisierte Milieus immer die Möglichkeit haben müssen, um ihre Sichtbarkeit in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft selbst zu streiten, dass sie sich selbst repräsentieren können müssen. Auch wenn sie über keine Staatsangehörigkeit verfügen oder wenn ihre Position über Mechanismen, zum Beispiel der Rassifizierung und Vergeschlechtlichung, als weniger wertvoll erachtet wird.
Wenn wir das anlegen, ergibt sich ein sehr viel komplexeres Bild auf die zivile Seenotrettung. Wenn ausschließlich zivile SeenotretterInnen, die mehrheitlich weiß sind, zu Wort kommen, um für migrantische Gruppierungen zu sprechen, die immer auch mit Rassifizierung konfrontiert sind oder sehr oft, dann wird keine unmögliche Solidarität praktiziert. Denn da weiße SeenotretterInnen von einer privilegierten Position aus sprechen, besteht immer auch die Gefahr einer mit den Worten Jeanette Ehrmanns unreflektierten Solidarität. Und die ist dann auch nicht mehr unmöglich. Insofern weiße AktivistInnen die Solidarität einer weißen Mehrheitsgesellschaft mit geflüchteten MigrantInnen, Vermissten oder Toten of Color appellieren, reproduzieren sie, und das habe ich auch schon mal erwähnt, einen kolonialen Paternalismus, der Geflüchtete und MigrantInnen vor allen Dingen viktimisiert, statt zum Beispiel politisiert. Solidarität wird dann zu einer bloßen Formel des Humanitären oder und zu einem Vehikel, das SeenotretterInnen in Spendenaufrufen an die Mehrheitsgesellschaft Europas instrumentalisieren, um eben auch auf das Sterben im Mittelmeer aufmerksam zu machen und für sich selber Gelder zu akquirieren. Und das sieht man auch in den Werbematerialien, die sehr stark mit diesem Sterben operieren und dann eben nach Spenden fragen. Es wird aber noch komplexer. Im Gegensatz dazu, also im Gegensatz zu dieser bloßen Reproduktion von Paternalismus, stellt zivile Seenotrettung auch eine ganz wichtige politische Intervention dar, die eben auf das Sterbenlassen im Mittelmeer aufmerksam macht. Sowohl die Rettungsmissionen als auch die Organisationen benötigen selbstverständlich finanzielle Ressourcen, um genau dies tun zu können, nämlich das Sterbenlassen auf dem Mittelmeer ein Stück weit zu verhindern. Solidarität in Differenz, also zum Beispiel zwischen weißen Mehrheitsgesellschaften, minorisierten Positionen und Geflüchteten of Color, wird hier wiederum möglich, dass sich affektive Bande zwischen Gruppen bilden, die im traditionellen Verständnis von Solidarität als unmöglich gelten. Doch genau das tun sie. Sie werden füreinander mit meinem Begriff solidarisierbar. Weiße AktivistInnen und MigrantInnen of Color, weiße Mehrheitsgesellschaft, migrantische Gruppen und in Seenot gerettete Personen of color oder auch nicht of color, muslimische und christliche Milieus, feministische Bewegungen und humanitäre Anliegen, Lebende und Tote. Über Dissens können wir also, und so ein erstes Fazit, uns einer Theorie der Solidarität annähern, die eben über Ähnlichkeit hinausgeht. Allerdings beschäftigt sich radikale Demokratietheorie nur am Rande oder eher illustrativ für die Gründe und die Reproduktion von Herrschaft. Daher möchte ich eine radikaldemokratietheoretische Perspektive um eine queer-feministische, postkoloniale und schwarze Theorieperspektive heute hier ergänzen, das zumindest anreißen. Denn alle diese drei Theorieansätze fokussieren eben sehr dezidiert auf die Bedingungen der Reproduktion von Macht und der Stabilisierung von Herrschaft, indem sie in einer vor allen Dingen auch intersektionalen Perspektive auf die Logiken von Rassifizierung und Vergeschlechtlichung im voranschreitenden Kapitalismus blicken. Folgt man den queer-feministischen Arbeiten von Sabine Haag und Paula Irene Willer oder den materialistisch informierten Arbeiten von Lea Susemichel und Jens Kastner, dann sind solidarische Allianzen vor allem Praxen, die zunächst gegen etwas agieren und ein Nein formulieren. Susemichel und Kastner verstehen diese, das ist deren Begriff, Kampfsolidarität, damit als radikaldemokratisch im Sinne einer dissensuellen Austragung von Streit und einem agonistischen Ringen um Deutungsmacht. So definieren Haag und Willer Solidarität wiederum als eine politische Praxis des Widerstreits. Sie bildet im Anschluss an Derridas Verknüpfung von Demokratie und Dekonstruktion, und ich zitiere hier kurz aus dem einen Buch,
eine Alternative sowohl zu totalisierenden Sichtweisen, die die Welt über einen Kamm scheren, wie zum Relativismus, dem die Welt einerlei ist. Solidarität ist damit eine Praxis des Streits, aber auch der Vielfalt partialer, verortbarer und kritischer Wissensbestände in, wie Haag und Villa schreiben, horizontalen Netzwerken. All diese vielen Neubeschreibungen der Solidarität, die ich heute hier nur erwähne, definieren Solidarität über Differenz und gerade nicht Ähnlichkeit. Sie formulieren also einen radikaldemokratischen Begriff der Solidarität im Kommen, würde ich sagen, weil sie eben auch über radikale Demokratietheorien hinausgehen. Sie zeigen auf, dass sich Solidarität dort formt, wo Konflikte, Ungleichheit und Streitigkeiten zutage treten und in der Artikulation eines Dissenses sagbar werden. Gegen Heterosexismus, Femizide, Rassismus, Polizeigewalt oder das Patriarchat. Sie be- und umschreiben Solidarität radikaldemokratie theoretisch neu, weil sie sie auch von Tropen und Vorstellungen sowie von Semantiken des Maskulinen befreien und auch ein neues Vokabular des Solidarischen nutzen. So erweitern Kastner und Zuse-Michel das radikaldemokratie-theoretische Repertoire, indem sie die fraternalistisch-männliche Konnotation des Solidarischen bloßlegen, die eben an Heldenmut und, Zitat, kämpferischer Entschlossenheit appelliert, wie wir dies zum Beispiel in der hermetischen Solidarität der identitären Bewegung nahezu paradigmatisch sehen können. Auf diese Weise kann eine Dekonstruktion von Brüderlichkeit und Solidarität auch Solidarität wiederum für ein queerfeministisches, ein schwarzes, ein radikaldemokratisches Projekt bergen. Und das und auf diese Weise kann eben Solidarität mehr sein oder einfach auch was ganz anderes sein als ein brüderlicher Bund zwischen Ähnlichen. Es ist dann vielmehr ein Gefühl, das sich in einem vielleicht auch radikalen Nein zur Diskriminierungsstruktur bestehender Gesellschaften regt. Solidarität kann also aus einer queerfeministischen Perspektive in radikaler Differenz entstehen und damit Allianzen schmieden, die in der normalisierten Vorstellung einer Gesellschaft als unmöglich gelten. Doch auch queerfeministische Perspektiven haben weiterhin weiße Flecken, die kritisch aufzuarbeiten sind. Daher möchte ich Sie heute durch postkoloniale und insbesondere auch rassismuskritische Perspektiven ergänzen, die die Kolonialität des mediterranen Grenzregimes in seiner intersektionalen Verschränkung von Rasse, Geschlecht und Klasse herausarbeiten. Und das ist der vierte Schritt. Solidarität in radikaler Differenz. Sie haben es auch bald geschafft. Akwugo Emechulo, britische Soziologin, argumentiert, habe ich schon am Anfang erwähnt, im Anschluss an die Arbeiten von Bell Hooks, dass ein intersektionaler Feminismus konfliktiv operiert. Das ist eigentlich sozusagen radikale Demokratietheorie in einem anderen Gewand. Und damit kann ein intersektionaler Feminismus eben auch als eine radikal-demokratische Praxis des Streits begriffen werden. Auch in den aktivistischen Zirkeln der zivilen Seenotrettung spielt ein intersektionaler Feminismus eine gewichtige Rolle. So hebt zum Beispiel die Webpage der Louise Michel den politischen Charakter einer intersektionalen Perspektive hervor. Und die Louise Michel ist das hier, eines der schnellsten Boote der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer, benannt nach der französischen Anarchistin und Kommunardin Louise Michel. Die Louise Michel ist finanziert durch die Kunst des Street-Art-Künstlers Banksy, der sozusagen seine Street-Art auch verkauft und damit eben die Anschaffung dieses Bootes möglich gemacht hat. Also die Seenotretterinnen der Louise Michel schreiben, und jetzt wird es so ein bisschen kämpferisch,
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass sich verschiedene Formen von Unterdrückung und Ungerechtigkeiten ineinander verschränken. Rassistische Grenzpolitik, sexistische Strukturen und eine kapitalistische Verwertungslogik können nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Wir müssen diese Kämpfe bündeln und auf allen Ebenen Widerstand leisten. Deswegen sind wir solidarisch an der Seite von allen Bewegungen weltweit, die ebenfalls für diese Überzeugung einstehen. Für eine Welt ohne Patriarchat, ohne kapitalistische Zwänge und mit uneingeschränkter Bewegungsfreiheit für alle. Man möchte direkt auf die Straße. Die intersektionale Verschränkung von Feminismus und Antirassismus sehen wir aber zum Beispiel auch bei CI. So habe ich vor kurzem bei einer Veranstaltung von CI erfahren, dass neben der bisherigen Wanderausstellung zur Flucht über das Mittelmeer, die gerade zufällig in Münster Station macht, eine weitere Foto- und Informationsreihe zur Flucht übers Mittelmeer geplant ist und die eben Flinter fokussieren möchte, um die spezifischen Herausforderungen von Flinter in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu rücken. Flinter ist ein Akronym für alle Personen, die sich unter folgenden Identitäten verstehen: Frauen, lesbische Personen, intersexuelle Personen, non-binäre Personen, Transpersonen, insbesondere Transfrauen. Und das A steht für Agender oder asexuell und das Sternchen möchte zeigen, dass es noch so viel mehrere Geschlechteridentitäten gibt. Also das ist eben auch geplant. Also hier genau auf Nachfrage hatte die Person auch noch mal geäußert, dass sie eben immer wieder Anfragen erhalten haben, ob es nicht wichtig wäre, auch besonders vulnerabilisierte Gruppen in diesen Fotoausstellungen zu zeigen. Und das ist jetzt sozusagen das Ergebnis eines längeren Prozesses innerhalb von CI und den einzelnen Lokalgruppen auch von CI. Hier sehen wir also, dass sich zivile Seenotrettung auch an den Kampfparolen des schwarzen Feminismus anlehnt und insbesondere eben auch den Kampf gegen die patriarchale Ordnung in ihren Fokus rückt. In ihnen, also in diesen Kämpfen der zivilen Seenotrettung, tritt etwas hervor, was Emil Chulo als Strife, Discord and Uncertainty beschreibt. Emil Chulo formuliert mit diesen Begriffen auch wiederum ein radikaldemokratisches Argument, um dann aber auch um die Unmöglichkeiten intersektionaler Allianzen der Solidarität sehr pessimistisch nachzudenken. Emil Chulo könnte man auch als Denkerin des Afropessimismus ganz grob verstehen. Oftmals dominieren weiße Personengruppen auch feministische Zirkel und Diskurse. Emil Chulo zeigt damit auch aber die Wegmarken einer solidarischen Praxis in Differenz auf und verweist aber immer wieder auf deren Unmöglichkeit. Emil Chulo selbst spricht immer wieder von futile, also vergeblich. Diese Unmöglichkeit ist durch eine radikale Unterscheidung zwischen Mensch und Anderem grundiert, so Emil Chulo weiter, die eben insbesondere in rassistisch rassifizierten Ordnungen greift. Emil Chulo schreibt: Black people are not human, and what's more, there is an impossibility for us to be human. Während poststrukturalistische und queer-theoretische Ansätze, wie zum Beispiel die Ansätze der vorher erwähnten Butler, betonen, dass alterisierte Personengruppen dehumanisiert werden, um wiederum eine tödliche Hierarchie, dessen Begriff von Butler, zu stabilisieren, zeigt Emil Chulo auf, dass schwarze Personen und POC, insbesondere auch schwarze Transfrauen und non-binäre Personen, nie als Menschen galten. Der Bedeutungskomplex Menschheit, Menschlichkeit, Menschsein ist in der zivilen Seenotrettung eine sehr wichtige Trope, mit der humanitäre Aspekt betont wird.
Das haben zum Beispiel auch die Identitären bei ihrer Sea-Star-Aktion gemacht, sehr stark auf humanitäre Tropen zu rekurrieren. Emet Schulo argumentiert dann, dass Menschsein unentrinnbar mit Weißsein verknüpft ist. I believe that the human is a construction of whiteness, and any discussion about black inferiority is a product of the futile struggle to be recognized as human. In der Betonung dieses vergeblichen, futile, hallt auch das Unmögliche im Unmöglichen wider. Schwarze und postkoloniale Perspektiven ergänzen also diese weißen Flecken der radikalen Demokratietheorie wie auch der feministischen Theorie, indem die Gleichheitsversprechen, die Freiheitserzählungen und die Solidaritätsbekundungen der liberalen Postdemokratie in ihrer Kolonialität weiterhin bestehen, zeigen sie eben auch auf, dass eine Solidarität zwischen Differenten unmöglich bleibt. Auf die zivile Seenotrettung bezogen heißt dies, auch wenn die vorwiegend weißen Crewmitglieder und Aktivistinnen der zivilen Seenotrettung die neo- und kolonialen Kontinuitäten benennen, bleiben auch sie tief verstrickt in die Kolonialität des europäischen Grenzregimes. Kolonialität in der unentwirrbaren Verknüpfung mit Kapitalismus, Rassismus und dem Patriarchat stellt nicht das Gegenteil der liberaldemokratischen Systeme dar. Kolonialität ist vielmehr, so Achille Mbembe, die Kehrseite der Demokratie, nicht von ihr zu trennen, immer schon mit ihr verwoben, unentwirrbar. Achille Mbembe schreibt in Negro Politics diese Kehrseite als in der deutschen Übersetzung dunkel. In der englischen Übersetzung des Französischen fällt immer wieder der Begriff des Nocturnal. Diese Dunkelheit, Darkness, verweist aber nicht nur auf die passivierende Opazität der Demokratie, sondern als Nocturnal auch auf deren nachtaktive Seite. Denn Nocturnal rekurriert nicht nur auf die nächtliche Dunkelheit, in der wir zur Ruhe kommen, vielmehr bringt diese opake Aktivität der Nacht auch die Widerstandskämpfe rassifizierter und vergeschlechtlichter Subjekte hervor, die im Schatten der Demokratie die Demokratie demokratisieren. Und damit komme ich zu meinem kurzen Fazit. Kehren wir also zur Ausgangsfrage zurück. Inwiefern changiert die zivile Seenotrettung zwischen einer radikal-demokratischen Bewegung der kommenden Solidarität und der kolonialen Kontinuität des mediterranen Grenzregimes? Demokratie ist für Derrida ein Projekt, das die Konturen der Demokratie im Hinblick auf ihre Zukünfte hin skizziert. Er schreibt, und ich zitiere noch einmal, dass der Ausdruck kommende Demokratie nach einer kämpferischen und schrankenlosen politischen Kritik verlangt, die ich hier vielleicht auch ein Stück weit performt habe. In diesem Sinne praktizieren die AktivistInnen der zivilen Seenotrettung Solidarität, die ich als unmöglich beschrieben habe. Sie streiten um die Demokratisierung der Demokratie, um zu verdeutlichen, dass Solidarität auch an unmöglichen Orten in Erscheinung tritt. Dass Demokratie jenseits von parlamentarischer oder direkter Demokratie, der Demokratie als Praxis einen Raum der Kritik öffnet. In dieser Eröffnung ist es der radikal andere, dem ich ausgeliefert bin und dem ich mich auch ausliefere. Das Unmögliche interveniert damit auf eine demokratisierende Weise in die postdemokratischen Skripte der liberalen Demokratie. Und dennoch, zivile Seenotrettung bleibt tief verstrickt in die kolonialen Strukturen des europäischen Grenzregimes. Sie ist in diesem Sinne auch eine Praxis des Unmöglichen. Doch zivile Seenotrettung bleibt nicht dort, wo sie hingehört.
sie hat eigentlich gar keinen eigenen Platz, keinen Raum, keinen Ort. Denn wenn die europäische Demokratie ihre eigenen politischen Ansprüche konsequent gerecht werden würde, wäre zivile Seenotrettung obsolet. Entweder gäbe es staatliche Strukturen der Seenotrettung, die das Mittelmeer von seiner Existenz als Todeszone sukzessive befreien würden, oder noch radikaler, die Bewegung, die Mobilität, die ja auch im Vordergrund dieser Vortragsreihe steht, die Bewegung von Menschen zwischen Staaten und Kontinenten würde entkriminalisiert und damit vernichtunmöglicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, die Geduld mit mir, das lange Ausharren. Ich freue mich auf Feedback, Fragen, Kritik.